glaube, ich habe das nicht eingesammelt. Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Nina, hallo! Hallöchen, Nina, alles klar? Alles super! Bereit für eine neue Roblox-Obi? Ja, vor allem ist es hier auch echt... sind wir in einem Kinderbett gefangen? Ja, wir sind auf einem Kinderbett gefangen. Wir sind heute in der Tagespflege oder auch im Kindergarten, in der Kita. Man kann es nennen, wie man mag. Und wir müssen hier heute entkommen. Dabei sieht es ja eigentlich ziemlich lustig aus, muss ich sagen. Ja. Also eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt entkommen. So, ja, und es geht hier vorne direkt los. Was sagt er denn eigentlich? Hey there, looks like we made it. Yep, you are now in the bad baby crib. Okay, das ist wahrscheinlich hier für die bösen Babys anscheinend. Mhm. So, how do we escape? Did you bring those plastics? Yes, why? Ich tue mal so, als hätte ich was mitgebracht. Okay, ich sehe schon. Man muss wahrscheinlich da hinten beim Teddybär und so entkommen. Stack them behind me. Okay. Okay, jetzt ist es wieder weg, aber... Ja, einfach hier draufklicken und dann hier. Und dann da und dann können wir nach oben. Und dann haben wir den ersten richtigen Checkpoint. Yay! Also komm, jedes Mal jetzt mit dir reden habe ich auch keine Lust. Also wir sehen hier schon die Kinderbetten und auch die Spielmatte und so. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Also sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und wir sind ja so Freunde von Obis, wo man gestorben. Wirklich was... Ja, ich glaube, da hinten hin durftest du auch nicht. Ja, komm, beweg dich. Ich bin gestorben. Bin nicht runtergefallen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So. Jetzt hier schon, tack, tack. Und Leute, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Einmal kan-xy und... Nina unterstrich, na klar. Ja. So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Oh, wir sind hier, wie nennt man diese Rechenschieber oder was das auch sind? Abacus. Abacus? Heißt es, glaube ich. Allererst mal. Wollen wir vielleicht... Warte. Achso, man kann, muss nicht von hier oben springen. Aber ich glaube schon. Ja, mach du mal. Ich mach mal ein schönes Foto in der Zwischenzeit. Nee, man darf nicht auf die roten. Ich wäre jetzt auf das rote gesprungen. Okay. Okay. Also man darf nicht auf das rote. Nicht auf die leuchtenden Teile springen, die bewegen sich. Ja, okay. Ah, runterfallen darf ich auch nicht anscheinend. Nee. Okidoki. I get it. Ey! Boah, das war ja jetzt mies. Dass ich mal auf Kahn warten muss, ne? Passiert selten, aber... Aber es passiert. So wie heute. Manchmal schon. Ja, du bist halt eher so, was Kindergarten angeht, bist du, glaube ich, die Experte. So, okay. Ich bin da. Wir können runter. Okay, los geht's. Also ich glaube, uns wird der Weg hier immer gezeigt, wo wir drauf springen müssen. Ja, es leuchtet immer so cool. Achso. Gut. Okay, bis hierhin wusste ich's. Danach auf weiß und dann hier und dann hier. Oh, guck mal, wir sind auf der Spiel. Ei! Hab ich gestorben! Ach, muss ich von da direkt auf die Spielmatte oder wie? Okay. Sieht ja cool aus hier. Oh, da steht Zahn. Oh. Wo bist du denn jetzt? Ich bin nach Teilen, oben. Die fliegen. Die sind Drohnen. Oben. Ey! Oh, ich hasse es. Wie bist du denn da hochgekommen? Die Sprünge sind nicht so einfach. Man bleibt da irgendwie so hängen. Ah, okay. Ich hab schon was? Gibt es hier keinen Checkpoint? Hä? Wie bist du da hochgekommen? Gesprungen. Ja, aber ich springe die ganze Zeit und komme nicht hoch. Okay, jetzt. Der erste Sprung war ein bisschen schwierig. Ey! Oh, nicht dein Ernst! Oh. Das gibt es doch nicht! Krieg's nicht hin! Ich komme nicht nach oben. Ist doch so frustrierend gerade. Da bleibt man voll stecken, ne? Ja, versuchst du auch die ganze Zeit hochzukommen, oder? Ich bin schon hoch, aber
Ja, ja, bis dahin auch schon, aber. So gab es da oben keinen Checkpoint. Nee, du musst dann komplett das nochmal machen. Hä? Ja, da war man so in den Lüftungsschacht. Das ist voll. Okay, in dem Lüftungsschacht ist hier was. So weit oben bist du schon? Ja. Ich warte hier aber auf dich. Ach, toll. Wo bist du denn? Ich komme auf das Orange nicht drauf. Das ist voll blöd. Oh, nee, jetzt muss ich das alles nochmal von vorne machen, ne? Mann! Du bist auch runtergefallen, habe ich gerade gesehen. Ich hatte oben aber einen Checkpoint. Im Lüftungsschacht ist der Checkpoint, okay. So, ich glaube, Nina, ich mache erstmal weiter. Mach mal weiter. Wenn du da drüber weg bist, dann sag mir Bescheid, dann warte ich nochmal auf dich. Auf das Orange, komm, wie hast du das gemacht? Nach dem Blauen auf das Orange? Weiter, sagen wir mal so hier. Der Tagesflieger oder im Kindergarten. Oh, jetzt sind wir im Badezimmer. Ich komme auf das Orange nicht. Mann! Wie? Sieht hier auf den Lichtern anscheinend. Oh nein! Nein! Los. Ich habe gleich. Ganz am Anfang habe ich einen Checkpoint nicht genommen. Aber... Okay. Wie komme ich denn jetzt hier? Wie? Wie soll das gehen? Ich hänge hier einfach an so einer Stelle fest. Immer an derselben und ich fall immer wieder runter. Ich unter. Etwas jünger. Wie geht das? Okay, ich muss Q drücken, um hier runter herzukommen. Ah, okay. Das geht ja. Es geht ab in die Toilette. Spoiler jetzt nicht. Ich bin in der Toilette gelandet. Ich sehe hier noch gar so, ich warte in der Toilette auf dich, Nina. Bei den ganzen Klosteinen. Ja, ich habe hier gravierende Probleme mit diesen Drohnen, die schweben. Dann bist du da immer noch. Ja, mit der einen Plattform, weil da komme ich gar nicht drauf. Ja, gut, nee, dann mache ich erstmal weiter. Da falle ich immer runter. Dann geht es jetzt weiter. Ab in die Toilette. Da bin ich gelandet. Ich hatte doch den Checkpoint. Ich hasse das, wenn ich nicht weiterkomme. Toll. Das war richtig fail, ey. Nein, Manometer. Komm, kriegst schon hin. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich wünsche, ich hätte so eine Drohne und könnte einfach nach oben fliegen. Das ich sag dir, diese Obis hat es echt in sich. Du musst hier rollen und sowas. Ja, mach du ruhig mal. Ja, ich gehe weiter. Es funktioniert jetzt nicht die ganze Zeit auf dich zu warten. Es hat anscheinend irgendwas mit diesem Draht hier zu tun, diesem Gestell. Ach, aber. Hier, okay. Muss ich aber mit dir unter. Keine Ahnung. Wie das right up the daycare. Hätte ich das gemacht? Okay, einfach fallen lassen oder wie? Okay. Ich bin in der Küche gelandet. Okay, hier ist Tabasco und so. Ja, das gefällt uns natürlich nicht. Tabasco im Kindergarten? Ja, ja. Das ist ja cool gemacht. Okay. So, ich versuche das jetzt nochmal so zu halten, aber ich glaube. Ich hab's geschafft. Hier ist anscheinend Roblox Energy. Dann auf der Karotte hier drauf. Hier haben wir die Klimaanlage. Tut uns natürlich nicht so gut. Okay, und dann landen wir auf dem Tisch mit allerlei Süßigkeiten. Wo musst du denn hin? Da hinten hin. Okay. Gut, wir haben ja die ganzen Süßigkeiten hier. Soweit bin ich noch nicht. Ich hab das jetzt gerade erstmal. Ich bin bei Stage 16. Hast du das geschafft jetzt? Ja, ich bin Stage 7. Das ist ja cool. Ich bin jetzt auch im Badezimmer. Das ist cool gemacht. Ey, warum ich. Nein, warum bin ich runtergefallen? Kann man sich irgendwie ducken oder so? Mit Q rollst du da drunter. Ah, das kannte ich noch nicht. Genau, ich auch noch nicht. Das hat er mir eben gesagt. Ich habe mich mit dem unterhalten, deswegen. Dann ging es. Wow, Tacos und voll so. Ins Klo. Oh nein. Küchenboden berühren, sondern hier. Erstmal auf den Checkpoint, das habe ich eben gerade nicht gemacht. Das hätte ich mal eher machen sollen.
Ja, manchmal reagiert der nicht direkt, der Checkpoint. Auf die Teller. Wie soll man denn die Teller bitte schaffen? Das hat einer geschafft, oder? Wie wieder? Oh, der Checkpoint hier funktioniert nicht. Das ist ja blöd. Wo ist denn hier der Checkpoint? So, okay, ich habe den Checkpoint immer vergessen hier. Auf dem Tisch in der Mitte ist auf jeden Fall ein Checkpoint gleich bei 16, 17, wenn du da ankommst. Wenn du in der Küche angekommen bist. Ich bin jetzt bei 10. Wenn man einen Checkpoint nicht mitnimmt, dann kann man den übernächsten nicht mitnehmen. Man muss immer wirklich nach der Reihe gehen, dass man hier nicht cheaten kann. Wie soll man denn das bitte schaffen? Und hier. Hier muss man eigentlich rutschen, ne? Vielleicht. Glaube ich. Ich mache einfach kurze Bäume. Muss ich hier vielleicht auf die andere Seite? Oder da rein? Bei dieser grünen Rutsche muss man da. Achso, gut. Hat sich schon erledigt. Einfach runterrutschen. Ja, ich bin jetzt auch beim Tabasco. Ah, da sehe ich, bist du auch in der Küche angekommen. Aber wie soll man das denn bitte schaffen? Das schafft man doch niemals. Hä? Ich schaff's hier nicht auf die Teller. Wer hat das denn hier auf die Teller geschafft? Warum sind die anderen so weit gekommen? Ich habe gerade Schwierigkeiten auf die Dosen zu kommen. Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich's verstanden. Ah, das ist ja cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Ich verstehe es. Okay. Get it. Hä? So. Wie bist du auf die Dosen gekommen? Einfach Doppelsprung. Immer an der Dose sozusagen hochspringen. Boah, die ganzen Leute hier sind echt ein bisschen nervig. Ah, okay. Ich hab's geschafft. Jetzt über die heiße Karotte hier rüber. Und dann musst du dich von dem Windstoß einfach auf den Tisch. Okay, ich bin nämlich gerollt und bin neben dem Tisch gelandet. Nein! Hä, denn eine Checkpoint hat nicht funktioniert. Welche Checkpoint bist du denn? Ich bin bei jetzt 10. Wieder oh. Richtig weit. Ich bin Stage 10 zurückgerutscht. Ja, das heißt, darfst du nochmal von vorne. Ja, du musst wirklich jeden Checkpoint. Guck, dass sozusagen das wechselt am besten oben. Eben ist mir das nicht passiert, ich hab's einfach nur vergessen. Oh, das ist ja natürlich mies. So, man kann hier auch anhalten. Toll, ich war schon relativ nicht weit. Oh! Wir sind hier heute nur am Meckern, Leute, ihr hört es. Die Map ist richtig cool, aber. Die Checkpoints sind ein bisschen buggy. Das ist mies, ey. Unfassbar. Selbst den Checkpoint hat er nicht genommen. Also er hat 3, 4 Checkpoints nicht genommen. Na, wenn du den einen verpasst, dann verpasst du alle anderen auch. Das meinte ich halt eben. Dann hast du den verpasst. Weil wenn du den verpasst, sozusagen, dann kannst du die danach auch nicht mehr nehmen. Ja, toll. Aber es ist trotzdem bei mir Stage 10. Immer noch? Ja. Okay. Das heißt, er hat den schon nicht genommen gerade. Ich verstehe das nicht. Also bei mir funktioniert das mit den Checkpoints überhaupt nicht. Oh, ich gehe zwar drauf, aber... Ich verzweifle hier bei den Gabeln. Das kann doch nicht sein. Ich verzweifle an den Checkpoints. Ich darf jetzt nicht nochmal sterben, weil sonst muss ich das alles nochmal. Nein! Hab ich den Checkpoint, bitte! 20, bitte, bitte! Bei mir geht's gar nicht. Gott sei Dank, ich hab den Checkpoint hier oben. Okay. Und jetzt? Geht's jetzt lang? Okay, ich glaube, ich muss mich kurz mit dem hier unterhalten. Ne? Ich bin immer noch Stage 10, obwohl ich schon auf dem Tisch bin. Andrew is my name. Combine double jump roll to get over the window. Okay, thank you. Ah, okay, verstehe. Okay, I get it!
Danke, Andrew. Also ist schon ein bisschen herausfordernd, dieser Obi hier. Was ist denn jetzt passiert? Nein, ich muss jetzt bestimmt wieder bei Stage 10 starten. Ja! Hä, das kann gar nicht sein. Oh, das Spiel macht mir hier voll den Strich durch die Rechnung. Die Küche hat es echt in sich, Leute. Den habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe den einen habe ich nie gesehen, weil ich da mal rüber weggerollt bin. Jetzt habe ich endlich. 11, 12, okay, jetzt macht es Sinn. Und ich habe, toll. Oh, komm ich dann? Ich muss ja alles doppelt und dreifach machen. Mann, warum? So, den habe ich dann auch. 13, okay. Dann lasse ich mich hier in den Glibber fallen. Bitte schaffen. Welche Stage bist du jetzt? Ich bin bei 20. Immer noch, okay. Aber mit meinem Sprung hier ein bisschen Probleme. Double Jump. Oh, da war ich ein bisschen nachlässig. Ah, okay. Es gibt einen Double Jump. Oh, ich krieg das mit dem Double Jump nicht hin! Schaffen wir es wirklich hier aus dem Kindergarten zu entkommen oder haben wir hier... Ich schaffe es natürlich wieder mal nicht. So, komm, schafft das einer von euch? Lass ich jetzt mal sehen. Also jetzt wieder auf die Karotte. Und dann den Checkpoint. Ja. Und rüber. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ich bin jetzt schon draußen. Ich bin jetzt auf dem Spielplatz. Ich nicht. Ich bin jetzt Stage 17. Oder im Sandkasten eher gesagt. Okay, anscheinend dürfen wir hier nicht drauf. Muss ich mich in den Sand fallen lassen oder wie? Ich habe keine Lust, mich mit euch zu unterhalten die ganze Zeit. Okay. 18. Also mit euch meine ich jetzt nicht euch Zuschauer, sondern die Babys hier. Ich muss die Rutsche hoch. Oh, das ist ja cool. Oh, das mit den Tellern ist ja auch mega schwer, oder? Du musst vorher, wenn du über diesen, über die gelbe Linie gehst, musst du Shift drücken, weil dann hast du Sprint, dann kannst du... Ah. Okay, gut. Oh, ich hab's gleich schon geschafft, Nina. Oha, aber dann läuft der ja mega schnell. Ja, ja, aber du kannst immer stoppen. Okay. Ist den Checkpoint erreicht? Was? Den letzten Sprung muss ich doch hier nochmal schaffen. No, nein. No! No! Komm nicht klar. Ernst? Oh. Also da sind echt schon viele so kleine... Gadgets und so, die man bekommt. Das Nina, cool. Ich hab's geschafft! Aber ich... Ich bin durch! Cool! I did it! Was sagen die mir denn jetzt hier zum Beispiel? Thanks for saving us, Kids. Kein Problem, wir sind gemeinsam mit den Babys hier entkommen. Nein! Big-headed baby is so weird. Wie meinst du damit mich? Oh, no! Cool! Also ich finde die Obi ziemlich cool, muss ich sagen. Herausfordernd, nicht kurz, passt nicht so zum einfach, Thema. Ne? Was ist jetzt passiert? Ich bin Stage 19, ich scheitere gerade am Geschirr. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, Nina. Hm. Nein, halt dich doch daran fest. Warum tust du das? Oh, diese Leiter. Ich falle von dieser Leiter runter. Oh. Wie viele Stages gibt es denn insgesamt? 24. Also, ich bin eigentlich noch nicht. Aber die werden wahrscheinlich... Die ich dachte, das Schwierige kommt noch mit diesem Double Jump auf die Fensterbank. Ich glaube, ich habe das nicht eingesammelt.
Double jumped auf die Fensterbank. Ich bin hier gerade schon beim Geschirr bedient. Okay, versuch du nochmal dein Glück. Ich probier's. Boah, das mit den Gabeln ist mies, aber vorher bin ich da nicht durchgefallen. Jetzt fall ich da mal durch. Ja, ich glaube, du kannst nur eine gewisse Zeit auf der Gabel sein. Ich glaube, da darfst du dich nicht zu lange aufhalten. Ach so. Glaube ich. Also so hatte ich das Gefühl zumindest eben. Aber ich das war auch sehr vom Glück geprägt. Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall irgendwie darüber gekommen. Frag mich nicht wie. Ich irgendwie hat es dann doch geklappt. Bis zur Leiter, aber dann fasse ich nicht an die Leiter. Ich falle immer neben die Leiter. Das ist irgendwie doof. Komm, gib dir noch ein paar Versuche. Und dann gucken wir mal. Wenn du dann ich bin die Gabel hinweggesprungen. Ich würde es auch gerne schaffen, aber irgendwie. Ja. Das ist schon ziemlich tricky. Nein! Ich spring zu weit durch den Turbo. Und Leute, wie geht's euch so? Alles gut und so weit? Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Okay. Leute, eine neue Roblox Obi. Das war Escape the Daycare, also der Tagespflege oder Kinder. Wir nennen es Kindergarten oder Baby, Kinder. Nein, Kindergarten. Wir sind aus dem Kindergarten, zumindest ich bin entkommen. Nina wird ein Leben lang noch im Kindergarten verbringen. Für immer Kindergarten, so sieht's aus. Finde ich aber gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Gibt's Mittagsschlaf, gibt's Essen, gibt's Frühstück. Was will man mehr? Glaubt mir. Werdet nicht erwachsen. Ne, da muss man arbeiten und so, macht gar keinen Spaß. Okay, wir sind YouTuber und so, wir arbeiten ja nicht. Wir sind ja sowieso den ganzen Tag am Faulenzen. Das ist eine andere Geschichte. Und zocken hier Roblox. Leute, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, gerne berühmt. Wie gesagt, abonniert den Kanal kostenlos und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann, Nina. Sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao. Yes. Ciao.